Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Volker Beck, bei allen offenen Fragen, die wir zu diskutieren haben, wir haben tatsächlich viel erreicht. Lassen Sie mich konkret aus bildungspolitischer Perspektive nur kurz die Stichworte nennen. Das Kita-Angebot ist deutlich ausgeweitet. Die Schulabbrecherquote ist gesunken. Ebenso ist gesunken die Quote der jungen Menschen ohne Berufsabschluss. Dafür ist die Studienanfängerquote gestiegen. Und das kommt nicht von ungefähr. Wir machen politisch ja auch wirklich eine Menge. Vom Kita-Ausbau über Programme für berufliche Bildung bis Hochschulpakt, BAföG, Anerkennungsgesetz und so weiter und so fort. Das sind wichtige Maßnahmen, die wir hier auf den Weg gebracht und finanziert haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage ausdrücklich, dass das nicht nur das Verdienst dieser Koalition ist, sondern dass das aufbaut auf den Leistungen der vergangenen Koalitionen. Seit 1998 Rot-Grün, ja, bis heute. Das sind gemeinsame Erfolge von vielen, die mitgeholfen haben und bei denen ich mich an dieser Stelle auch einmal herzlich bedanken möchte. Aber es ist richtig, wir können uns nicht ausruhen. Es ist nicht alles im Lot. Es sind noch nicht alle Ziele der Bildungsrepublik Deutschland erreicht. Ich kann das jetzt nicht alles aufblättern, dafür nur ein paar Stichworte. Fachkräfte aus dem Ausland. Wir müssen, und da hat der Kollege Beck ja recht, viel schneller als bislang Flüchtlinge und Asylbewerber in Sprach- und Integrationskurse bringen. Sicher werden dann viele auch bald wieder weg sein, dann haben sie ein wenig Deutsch gelernt, das ist ja auch nicht verkehrt, aber viele werden lange bleiben und da dürfen wir nicht Monate vertrödeln, bis die Angebote bekommen. Und dann das Anerkennungsgesetz. Das ist ein guter, ein überfälliger Schritt gewesen, der aber dann doch etwas zaghaft ausgefallen ist. Das sehen wir an den insgesamt niedrigen Zahlen, jedenfalls gemessen an den Erwartungen. Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Beratung, niedrigere Verfahrensgebühren und Hilfe bei den Anpassungsqualifizierungen. Wir wollen das Anerkennungsgesetz zu einem vollen Erfolg machen, aber das gelingt nur, wenn wir die Menschen stärker unterstützen. Und wir brauchen tatsächlich endlich ein Zuwanderungsgesetz. Schon um ein Zeichen zu setzen, dass wir Menschen aus dem Ausland willkommen heißen. Aber es geht natürlich nicht nur um Zuwanderung, sondern mindestens genauso dringend um die Menschen, die schon hier leben. Die berufliche Bildung muss weiter unterstützt werden. Sie ist nicht weniger wichtig als akademische Bildung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und darum sage ich, es war richtig, das BAföG zu erhöhen, aber es gehört dazu dann auch im Gleichschritt, das Meister-BAföG für die berufliche Qualifizierung zu stärken. Das ist leider in der Finanzplanung der Bundesregierung noch nicht enthalten. Wir werden dazu mit dem Finanzminister reden und eine Lösung finden. Wir wollen die berufliche Bildung nicht schlechter behandeln als die akademische, Kolleginnen und Kollegen. Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften überhaupt ist die Investition in die vorschulische Bildung und Betreuung. Das sagen alle wissenschaftlichen Studien. Angebot und Qualität der Kitas müssen stimmen, damit erstens Familie und Beruf vereinbar sind und zweitens die Kinder gefördert werden, von Anfang an Chancen erhalten. Wir machen da viel, aber auch hier geht mehr, trotz der 100 Millionen zusätzlich im Nachtragshaushalt. So gibt es, wie ich aus vielen Gesprächen mit Eltern weiß, zu wenig Angebote der Kinderbetreuung auch zu ungewöhnlichen Zeiten. Und die Qualität der vorschulischen Bildung kann weiterhin deutlich verbessert werden. In den Kitas werden die Grundlagen gelegt und wir behandeln sie trotzdem ein Stück weit stiefmütterlich. Das müssen wir ändern, Kolleginnen und Kollegen. Ein letztes Wort zu den Schulen. Wir haben bislang leider nicht die nötige Mehrheit gefunden, um das Kooperationsverbot von Bund und Ländern aus dem Grundgesetz zu streichen. Dabei würde genau das helfen, alle Kräfte zusammenzunehmen zur Verbesserung der Schulen. Aber auch das wird kommen und auf den Tag freue ich mich heute schon. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schulz. Nächster Redner in der Debatte, Dr. Karl.